Wenn ihr mehr wissen wollt über die transzendentale Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins, dann kann ich euch den Bhakti-Club empfehlen. Wir haben nun eine neue Plattform, auf der ich exklusive Inhalte anbiete, wie Videos und Kurse und eine digitale Sadhu-Sangha. Geht einfach auf www.bhakti-club.de und registriert euch dort. Dann könnt ihr Einlass bekommen in eine spirituelle, digitale Welt. Ich freue mich auf eure Gemeinschaft. Hare Krishna. Hare Krishna und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Ananda Krishna Das. Und ich präsentiere auf meinem Kanal vedische Informationen, so wie ich sie gelernt habe, primär von seiner göttlichen Gnade Abhay Chadanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, einem großen Lehrer und Meister dieses vedischen Wissens. Ich beschränke mich nicht nur auf Informationen der Veden oder spreche nicht nur über diese, sondern auch über Informationen, die dazu eine Beziehung haben oder über Themen, zu denen ich mich berufen fühle oder inspiriert fühle oder zu denen ich auch gefragt werde. Drum deshalb im heutigen Video spreche ich über ein ganz anderes Thema, aber das definitiv bei uns eine Relevanz hat und ein Thema, zu dem ich auch öfter gefragt werde. Und zwar, wie sehe ich Jesus Christus? So, in diesem Video möchte ich meine Reflexionen über diese historische Persönlichkeit teilen. Ja, ich sage bewusst historische Persönlichkeit, denn ich glaube, dass Jesus existiert hat. Ob er dann der Christus war, das ist wieder eine andere Frage, eine andere Sache. Aber grundsätzlich hören wir von unseren Meistern, wie zum Beispiel von Srila Prabhupada, dass Jesus unser Guru ist, dass Jesus ein wahrer Lehrer war, dass Jesus ein Gesandter Gottes war. Also das, da haben wir auf jeden Fall Wertschätzung für seine Arbeit und für sein Wirken. Denn Jesus hat sehr viel bewegt. Seine Bewegung wurde dann letztendlich eine der Weltreligionen. So, das ist nicht unerheblich. Seine Botschaft ist auch positiv. Seine Botschaft umfasst oder zielt primär auch auf unsere Botschaft hin, die darin besteht, Liebe zu Gott zu entwickeln. Natürlich kann man fragen, ja, aber wie entwickelt man Liebe zu Gott? Das mag eine plausible Methode sein, aber kann ja auch etwas sein, was gar nicht funktioniert oder gar nicht wissenschaftlich ist. Was wird da gelehrt? Ich meine, die Annahme, dass etwas zu Liebe zu Gott führt, das klingt ja ganz schön, aber wie sehr funktioniert der Prozess wirklich und wie weit können wir dem Prozess zustimmen? So, ich würde sagen, der Prozess, wenn der darin besteht, Gott als konkrete Entität zu akzeptieren, als eine persönliche Entität, die auch fähig dazu ist, zu intervenieren in meinem Leben, eine Person, die mich voll und ganz liebt, von der ich ein Teil bin, als seelisches Wesen, und zu dieser Person, dass ich zu dieser Person Kontakt herstellen kann, durch mein Gebet, durch meine Meditation, durch meine Worte und auch Taten, dann würde ich sagen, ist das ein Prozess, der mich mehr und mehr läutert von all den Dingen, die mich von Gott trennen, wodurch ich die Beziehung mit Gott wiederherstellen kann. Nun mögen da schon Christen einwenden und sagen, nein, das ist nicht Christentum. Ja, Jesus hat zwar über eine Lebensweise gesprochen und auch über eine Moral gesprochen. Das ist sicherlich wichtig. Und das ist, was ich persönlich jetzt betonen würde, in einem interreligiösen Dialog, um Ähnlichkeiten festzustellen und Wertschätzung herzustellen für die andere Seite, würde ich sagen, ja, das ist relevant. Und das ist, wo ich zustimme, dass Jesus etwas gelehrt hat, was uns Gott näher bringt.
und würde das seine Lehre und auch sein Beispiel in den Vordergrund stellen. Das in den Vordergrund stellen, dem wir praktisch folgen können. Und das, da würden sicher viele Christen auch zustimmen und sagen, ja, stimmt. Aber worauf mehr Wert gelegt wird, das ist meine subjektive Erfahrung im Dialog mit Christen, ist dann die meiner Ansicht nach Interpretation der Person Jesus und im Besonderen seines Todes. Denn es wird gesagt, dass Jesus für uns Sünder gestorben ist und dieser Tod ist die Brücke zu Gott. Also nicht die Lehre, der zu folgen ist, überwindet die Distanz zu Gott, sondern das Glauben an den Tod von Jesus am Kreuz. Das ist das erlösende Ereignis, das ist die erlösende Tat sozusagen. Und da würde ich natürlich nicht zustimmen. Da würde ich nicht zustimmen. Und das ist natürlich schon etwas, was uns dann auseinanderbringt. Kann man nicht anders sagen. Also als Weihschnaber die Exklusivität des Kreuzestodes von Jesus Christus zu bestätigen, ist nicht möglich. Weil das ja automatisch jede andere Form von Religion ausschließt. Wenn nur der Tod von Jesus Christus praktisch die Religion ausmacht oder die Essenz der Religion ist, dann kann da nichts anderes Platz haben, weil das ist ein einzigartiges Ereignis, hat keine universale Signifikanz. Es ist ein Ereignis, das historisch begrenzt ist, das zu einem gewissen Zeitpunkt stattgefunden hat, an einem bestimmten Ort und das in der Hinsicht exklusiv ist. Derjenige, der daran glaubt und überzeugt ist, der fühlt sich dann vielleicht bestätigt, der fühlt sich auch durch diese Exklusivität bestätigt, ja gerade weil es so exklusiv ist, deshalb ist es wahr. Und da gehen dann andere Religionen nicht mit, die eine universellere oder universalere Lehre bevorzugen, denen es nicht um ein kulturelles oder historisches Ereignis geht, sondern um universelle Prinzipien, die eine Religion machen oder die eine Religion wahr machen. So, das wäre eher meine Ansicht, mein Ansatz, dass eine Religion ist wahr, wenn sie universelle Prinzipien vertritt oder Prinzipien vertritt, die auch in einem theologisch-rationalen Sinn her legitim sind. Und da müsste man den Kreuzestod mal mehr unter die Lupe nehmen, ob der universellen spirituellen Prinzipien entspricht. Und das, denke ich, wird auch in der Hinsicht schwierig. So einerseits finde ich die Exklusivität problematisch und dann finde ich auch die Irrationalität problematisch. Und da würde natürlich der Einwand geben, das ist nicht irrational. Die Logik dahinter ist, dass Gott selbst Fleisch wurde. Jesus ist der fleischgewordene Logos. Ja, das heißt ja am Anfang der Bibel, am Anfang war der Logos, nicht am Anfang war das Wort, sondern der Logos. Und der Logos ist praktisch der Wille Gottes oder der Geist Gottes, das Prinzip Gottes, in der Hinsicht Gott selbst. Und dieser Logos wurde Fleisch oder wurde Mensch, inkarnierte. Nicht nur um eine Mission, eine Lehrmission zu erfüllen, wie es sehr oft der Fall ist bei Gesandten, weil die Bibel kennt viele Gesandte oder Propheten oder Heilige in unserer Tradition, gibt es auch viele Avatare, herabgestiegene Meister und so weiter, die nicht notwendigerweise Gott selbst sind, obwohl es dieses Prinzip auch gibt. So, da würden wir zustimmen mit Christen, dass wir sagen, okay, Gott kann in dieser Welt erscheinen. Es ist nicht so, dass ich sage, Jesus ist nicht Gott, weil Gott nicht erscheinen kann. Nein, wir kennen das Prinzip, das heißt Avatar. Avatar heißt derjenige, der herabsteigt. So, das ist möglich, dass Gott selbst in dieser Welt erscheint. Und dann muss man eben nur verstehen, welche Person, Entität
ist dann auch wirklich Gott, weil nicht jeder, der in dieser Welt erscheint, wir alle erscheinen in dieser Welt, sind ja Gott. So, da muss es Symptome geben, um Gott dann zu erkennen, sozusagen. So, aber aus christlicher Sicht, der große Unterschied nun auch zu dem Konzept des Avatar und dem Konzept des fleischgewordenen Logos ist, dass die Veden lehren, die altindischen Schriften lehren, dass wenn Gott in dieser Welt erscheint als Avatar, jemand, der herabsteigt, dann behält er immer seine transzendente Stellung bei, was auch darin besteht, dass die Form, in der er erscheint oder als die er erscheint, nicht physisch ist, sondern metaphysisch, immer spirituell ist. So, wir haben im Vedischen das Prinzip von spiritueller, transzendenter Form, Gestalt oder Körper. So, Körper an sich ist nicht Fleisch. Ja, es gibt praktisch einen physischen oder fleischlichen Körper, um in dieser christlichen Terminologie zu sprechen. Oder es gibt eben einen spirituellen oder transzendenten, metaphysischen Körper oder Form. So, wer das nicht versteht, der denkt, jegliche Form, jeglicher Körper ist physisch, ist Fleisch. So, das wäre mal schon der große Unterschied zwischen unseren, Descendants Teachings oder dieser Lehre des Erscheinens, des Herabsteigens in den Avataren und in Jesus. Aber das Prinzip, dass Gott oder das Wesen aus der antimateriellen Welt, der spirituellen Welt, im Königreich Gottes, wie man es nennen mag, in diese materielle Welt kommen, und das kennen wir sozusagen beide, ja. Gibt ja Religionen, oder Philosophien, die das nicht vertreten. Wie die Deisten, nicht die Theisten, sondern Deisten, die eben nicht von einer göttlichen Intervention keinster Art sprechen. Ja, die meinen, Gott hat einfach, ist nur der Ursprung der Welt, aber hat mit der Welt an sich in der Hinsicht nichts zu tun. Wohingegen gerade im Christentum, aber auch bei den Vaishnavas, die Offenbarung Gottes in der Welt ständig stattfindet. Also da haben wir das gleiche Prinzip, dass Gott sich zeigt, sich zeigen möchte, in Kontakt treten möchte mit den Lebewesen und dass der Erstkontakt Gottes essentiell ist für den möglichen Kontakt des Menschen. So, wenn Gott sich nicht zeigen würde oder offenbaren würde, entweder durch Ereignisse, ja, wir haben hier in der Bibel den brennenden Dornenbusch, oder eben als Avatar, als Person selbst erscheinen, oder eben in Schriftform, durch heilige Informationen, durch Offenbarungen, informativer Art. Wenn der Mensch praktisch nicht informiert wird von Gott durch sein Erscheinen, dann ist es fast unmöglich für den Menschen, mit Gott in Kontakt zu treten. So, die Suche nach Gott wird erst fruchtvoll sein, wenn Gott sich, sage ich mal, finden lässt. Ja, man kann Gott nicht finden, wenn er sich nicht finden lässt. Und man sucht Gott auch nur, wenn man eine gewisse Ahnung oder Vorinformation hat über seine Existenz. So, okay, so das heißt Barmherzigkeit. Ja, und Gott zeigt sich ja nur aus Barmherzigkeit. Ja, er erscheint in dieser Welt ja nicht aufgrund eines Zwangs, weil ihm steht gänzlich frei zu tun, was er möchte, was ihm beliebt. So, wenn er sich zeigt, dann ist das aufgrund seiner Barmherzigkeit. Worauf wir dann, weswegen wir dann suchen oder streben können. Gut, aber der große Unterschied nun, im Christentum wird gelehrt, der fleischgewordene Logos. Gott wurde Fleisch in der Person Jesus, Christus. Und Christus spricht eben dann auf seinen göttlichen Ursprung, zeigt auf seinen göttlichen Ursprung hin. So, warum erschien er? Wenn jetzt gesagt wird, ja, er erschien, um uns die frohe Botschaft zu überbringen, die Botschaft des Königreichs Gottes und nicht auf Erden, ja, also nicht die Apokalypse, nicht eine Verwandlung der materiellen Welt in eine spirituelle Welt, also was ja auch oft gesehen wird in Jesus, dass er die apokalyptische Predigt von Johannes dem Täufer übernommen hat, weil er eigentlich in seinem Kult gewirkt hat, in seinen Kult eingeweiht oder getauft wurde. Manche
Gelehrte mögen das so sehen, dass Jesus von ihm praktisch die Art des Predigens übernommen hat, besonders die Information über den Tag des jüngsten Gerichts, der da kommen soll, sogar noch in der Lebzeit der Jünger, der Apostel, was dann nicht eingetreten ist, was natürlich zu Problemen geführt hat im Christentum selbst, weil das ja eine der zentralen Botschaften von Jesus war. So manche sehen da den Grund für diese Predigt in Johannes dem Täufer. So, einerseits mag man sagen, nein, der Sinn von Jesus war eben die Botschaft. Zu berichten von Gott, zu berichten von spirituellen Informationen. Dann würde ich sagen, okay, toll, super. Aber dann kam es ja zum Tod von Jesus, dem unvorhergesehenen Tod von Jesus, vielleicht auch dem unerwarteten Tod von Jesus. Denn für die Nachfolger galt er als Repräsentant Gottes, als auserwähltes Wesen, praktisch als Unsterblicher. Und alles, was er tat und sagte, hatte Bedeutung, musste Bedeutung haben. Und so sah man auch in den Lehren von Jesus und in seinem auserwählten Status auch eine mögliche Regierungsrolle sozusagen, die eben die unterdrückende römische Herrschaft brechen würde und sollte. Und aus diesem Grund wurde er ja auch zum Tode verurteilt, weil er wurde nicht verurteilt für sein religiöses Wirken, dem gegenüber die Römer ja recht liberal gegenüberstanden und eigentlich religiöse Freiheit wertschätzten und den Juden erlaubten, zu ehren, zu opfern und so weiter. Aber als dann eben bekannt wurde, er gilt als Revoluzer, der eine römische Regierung oder den Kaiser kritisiert oder vielleicht seine Stellung einnehmen möchte, da wurden die Römer eben hellhörig und auf das haben sie reagiert. Ja, auf dieses revolutionäre Wirken, scheinbare revolutionäre Wirken. Weshalb ja auch auf seinem Kreuze dann stand, der König der Juden. Ja, recht spöttisch. Ja, da ist nun euer König der Juden. So, wie dem auch sei, der Kreuzestod war unvorhergesehen, war ein Schock für die Anhängerschaft. Da Jesus als göttliches Wesen galt, speziell später, musste, beziehungsweise das Erscheinen Gott der Jesus, wurde eben als Heilserscheinung gedeutet und so sollte, wollte das ganze Leben von Jesus als Plan Gottes gesehen werden. So wie kann nun derjenige, der herabsteigt, auf gräuliche Art und Weise dahingerichtet werden? Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das wollen? Und das musste Bedeutung haben. Meiner Ansicht nach ist das eine theologische Interpretation dieses historischen Ereignisses. Das musste verstanden werden, das musste Bedeutung haben, das musste gut sein, das musste im Plan Gottes sein. Und das Unverständlichste praktisch wurde zum Allerheiligsten. Das Allerheiligste wurde in das größte Mysterium und Paradox, Widersprüchlichste eigentlich hineingedeutet. Denn wenn Jesus nicht nur ein Heiliger ist oder ein Prophet, sondern Gott selbst, ja, ein Teil der Dreifaltigkeit, dann war der Kreuzestod eigentlich etwas Widersprüchliches. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Ja, Gott kann nicht gerichtet werden. Und interessant, dass sich dann theologisch diese Entwicklung gezeigt hat oder dass das geschehen ist, dass dieses Mysterium, diese Unmöglichkeit, diese Erniedrigung eigentlich, dieses Unpassende, dann das Beste, Höchste, Heiligste wurde. Und deshalb muss das so sehr betont werden. In meiner Meinung nach wird mit dieser Theologie des Kreuzestodes, Tod, das gesamte, ja, ich würde mal doch sagen, wackelige Gebäude um die Theologie Jesus Christus herum, wird da eben kaschiert. Das wird eben kaschiert. Das darf man nicht anders sehen. Weil wenn man da erlaubt, das anders zu sehen, dann passt der Rest auch nicht. Wenn man aber sagt, nein, das Erscheinen von Jesus führte unweigerlich auf den Kreuzestod hin, das war praktisch die Mission, das war der Sinn der Sache, dann macht das Ganze scheinbar Sinn. Und da sage ich jetzt scheinbar, weil warum muss
Gott sich selbst opfern, um die Menschen frei zu machen von der Erbsünde. Ja, weil der Grund ist ja die Erbsünde. Und das ist der nächste Punkt. Warum gibt es überhaupt eine Erbsünde? Warum würde Gott eine Erbsünde zulassen? Adam und Eva sind unsere Vorfahren. Sie haben gesündigt aufgrund von Luzifers Verführung. Und deshalb ist das gesamte Menschheitsgeschlecht, von dem Adam und Eva ausgehen, sündig und kann nur frei werden von der Sünde durch Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit kommt dann durch den Kreuzestod. Okay. So, aber was ist vor dem Kreuzestod? Waren alle Menschen verdammt, weil Sünde bringt in die Hölle? Ja, laut dem christlichen Weltbild bringt Sünde in die ewige Hölle. Und die Freiheit von Sünde, die Vergebung, bringt in den ewigen Himmel. Wenn nun die einzige Möglichkeit für Vergebung der Kreuzestod ist, dann fragt man sich, was war mit den ganzen Menschen, im Besonderen den Juden, die ja im Bund Gottes standen, vor dem Kreuzestod. Okay, da sagt man ja, da war ein anderes Prinzip. Da war der Bund Gottes, der dann eben bestätigt wurde durch das Opfer. Ja, und da sieht man nun auch die Kontinuität in der Art, der Technik der Befreiung. Denn das Opfer, das Blutopfer im Besonderen, ist das, was befreit von der Sünde. Und das Blutopfer wurde ja nicht mit Menschen gemacht, sondern mit Tieren. Da wurden Tiere geopfert auf dem Opferaltar. Das ist der jüdische Prozess. Jesus hat das praktisch erneuert. Ja, Jesus kam ja nicht, um eine neue Religion zu machen, sondern Jesus wollte nur das Judentum reformieren, das er als verfehlt oder als erniedrigt ansah. Man sieht das ja auch im Tempel, als er da randaliert hat, weil ihm das alles zu materialistisch war, weil ihm ein Gotteshaus da missbraucht vorkam. So, Jesus war ein Revoluzer, also er war ein Erneuerer, aber der Religion, der eigenen Religion und Tradition. So, wie weit er eine Revolution gegen die Besatzer sah, das weiß ich nicht. Aber definitiv wollte er seine eigene Religion reinigen oder reformieren. Wenn nun das Opfer die Technik war und man das in Jesus Lehren nicht sieht, dann fragt man sich, was ist nun seine Technik? Also da sieht man schon mal eine Reform. Jesus sprach über Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung, wunderbare Werte, wunderbare Handlungsweisen für wahrlich spirituelle Menschen. Und die sehe ich als universell an, ganz sicher so. Er hat, soweit mir bekannt, nicht das Opfer gelehrt. Ja? Er hat nicht das Opfer gelehrt. So, wenn nun wiederum das Befreiende im Wirken oder durch Jesus gegeben wird, der Opfertod ist, das Blutopfer, weil er wurde ja am Kreuz geopfert. Und das ist nun das Befreiende. Wenn du da, und interessant ist, wir imitieren das nicht. Er hat denn der in sich keine Technik gelehrt. Ja, er hat Orthodoxie gelehrt, nicht Orthopraxie, also den rechten Glauben. Denn wenn nun das Blutopfer die Technik ist, war das vor etwas, das man getan hat, das hat jeder dann getan, um frei zu sein, hat sich jeder beschäftigt darin, zu opfern. Nun, Jesus lehrt kein Blutopfer mehr, wird aber selbst geopfert. Das wird interpretiert als das erlösende Ereignis, um die Kontinuität der jüdischen Religion sozusagen zu bestätigen. Sagen, nein, in Jesus ist das immer noch gegeben. Das ist das Prinzip. Blut muss fließen. Das ist geflossen als Jesus, der das Opferlamm war. Und er ist gestorben für deine Sünden, für die Erbsünde. Für deine Sünden und für die Erbsünde. Primär für die Erbsünde. Wie folgt man dem Blutstod oder dem Kreuzestod? Nicht indem man selbst nun sich ans Kreuz nagelt oder andere ins Kreuz nagelt oder zumindest Tiere opfert, wie es die Juden vorgemacht haben, nein. Nicht Orthopraxie, das heißt Orthopraxie, richtiges Handeln, richtiges Tun. Die Religion empfiehlt dir richtiges Handeln und wenn du richtig handelst, dann bekommst du das Resultat, das Ergebnis, das Heil der Religion. Nein, in Jesus ist das nun ganz anders. Er lehrt kein Blutopfer, er wird selbst geopfert. Du sollst es nicht tun, du sollst daran
glauben. Das ist der Punkt. Du sollst daran glauben. Und das ist das rettende, heilbringende Ereignis. Du glaubst, dass Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, dass er die Erfüllung dieser Prophezeiung war. Wenn du das tust, bist du mit Gott. Wirst du nach diesem Leben in das ewige Königreich Gottes gehen. Glaubst du das nicht, gehst du in die ewige Hölle. Wirst du keine Vergebung der Sünden haben, im Besonderen nicht der Erbsünde. Kannst nicht befreit werden. Und nun mein Resümee. Ich glaube an Jesus, die historische Person, die gewirkt hat, die gehandelt hat, die gut war, die gut sein wollte und Gutes kommunizieren wollte. Aber ich glaube, dass sein Tod nicht göttliche Mission war. Natürlich kann man sagen, wenn er Gott so nahe war, dann ist doch alles, was ihm passiert, auch in Gottes Sinne. Und es ist für mich auch ein Mysterium, aber ich würde nicht sagen, dass das die eigentliche Mission war. Ich meine, die eigentliche Mission und der eigentliche Sinn, warum Jesus erschienen ist, ist seine Lehre. Und die ist wichtig, auf die soll man hören, die ist universell. Ich meine, es ist keine philosophische Lehre. Ich bin aus den Veden, die auch religiöse, theologische Texte sind, mehr Philosophie gewohnt und mag das. Meine auch, dass der moderne Mensch eine starke rationale Neigung hat, die in den Veden mehr erfüllt wird oder durch die Präsentation unserer Tradition des vedischen Wissens, also Präsentation vedischen Wissens unserer Tradition, meine ich, wird der rationale Mensch mehr zufriedengestellt und deshalb fällt es dem rationalen Menschen leichter, Gott als konkrete Entität zu akzeptieren. Ich meine, das Christentum hat zu wenig Philosophie und die sie hat, kam dann natürlich später durch die Aufklärung in das Christentum hinein. Man hat da Philosophie akzeptiert und kann nun auch sehr gut philosophieren, besonders die Existenz Gottes und möglicherweise auch das Leben und Wirken von Jesus kann rational aufgearbeitet werden, aber es reicht nicht aus, meiner Ansicht nach, um den exklusiven, den Absolutheitsanspruch des Christentums zu legitimieren. Das nicht. So, ich meine, das Leben und die Lehre, besonders die Lehre von Jesus ist relevant, ist wichtig, ist universell und hilft uns, zu Gott zu bringen, ja. Aber ich meine, dass der Kreuzestod etwas war, das man verstehen musste und so hat man dem Ganzen einen extremst heiligen Anstrich gegeben und so auch das Leben von Jesus selbst mehr legitimiert hat. Und ich denke, das ist ja nicht von ihm gekommen, sondern man mag vielleicht sagen, es gibt da so ein paar geheimnisvolle Aussagen, die darauf hindeuten, möglicherweise im Alten Testament, ja, verschiedene Prophezeiungen, die darauf hindeuten, aber das ist eher schwammig. Und dass die Interpretation seines Kreuzestodes nachher gemacht wurde von Paulus im Besonderen, der das ganz gut verkauft hat in einem kosmopolitischen Rom, wo er ja gepredigt hat. Er hat ja nicht im Jerusalem gepredigt oder da sein Christentum verbreitet, also in dem Heimatland von Jesus und in einem jüdischen Umfeld, sondern er hat in Rom gepredigt und dadurch wurde ja das Christentum mehr und mehr verbreitet. Bis dann weit später natürlich Konstantin konvertiert ist, was natürlich der ganzen Sache einen gewaltigen Vorschub gegeben hat, dass es eben eine Weltreligion wurde. Was alles interessante historische Entwicklungen sind, weil Propheten, Heilige, Prediger hat es schon immer gegeben in allen Kulturen, allen Traditionen. Aber nicht jeder oder nicht jedem seine Botschaft wurde ebenso erfolgreich wie Jesus seine. Und das mag auf gewisse soziale, vielleicht ja eben auch politische, historische Umstände zurückzuführen sein. Und das vielleicht interessant, was sind da die Kausalitäten, wie das entstanden ist. So, deshalb Jesus, denke ich, ist immer noch relevant und ich denke, Christentum ist gut, ist nichts dran auszusetzen. Natürlich gibt es viel zu kritisieren, darüber habe ich jetzt nicht gesprochen. Ich meine, ich denke, ich habe schon genug
auch Kritisches gesprochen für jemanden, der jetzt wirklich Christ ist und an das Kreuz glaubt und so weiter. Das mag da nicht gut schmecken, aber ist nun mal meine Ansicht und ich werde oftmals dazu gefragt. Vielleicht sollte man auch gar nicht aus meiner Sicht zu sehr ins Detail gehen, ins Detail der Widersprüche, sondern ein mehr allgemeineres Zugeständnis machen zum Christentum. Srila Prabhupada hat es ja auch gemacht, hat auch gesagt, Jesus ist unser Guru und ist eine große Persönlichkeit, wurde von Gott geschickt und so weiter. Da gab Prabhupada viel, war sehr wohlwollend den Christen gegenüber. Der Hauptpunkt der Kritik von Srila Prabhupada am Christentum, meine war ja mehr als theologisch, würde ich mal sagen, und historisch, seine war mehr praktischer Natur und hat gesagt, die Christen sagen, du sollst nicht töten, eines der 10 Gebote, und sie sind diejenigen, die die besten und effizientesten Schlachthäuser haben. Wie kann das sein? Das war Prabhupadas Hauptkritik, also ganz praktisch. Und der können wir auch mal zustimmen und sagen, okay, man spricht von der Religion der Liebe und gleichzeitig werden die Tiere getötet. Naja, dann wird gesagt, ja, Tiere darf man töten. Das heißt ja schon am Anfang in der Bibel, ne, dass macht dir die Erde untertan, zum Beispiel. Aber ganz klar, untertan heißt nicht tyrannisieren. Natürlich soll der Mensch sich die Erde untertan machen, aber wie macht das normal ein Obertan zu den Untertanen oder ein König, ein Regierungsführender, jemand, der Autorität hat über andere Menschen und Lebewesen? Er soll wohlwollend sein, helfen, dienen, er hilft mit seiner Macht, er hilft mit seiner übergeordneten Stellung zum Handel, zum Wohl der Untergebenen, der Untertanen. Untertan heißt nicht Sklaven oder Leibeigene, ja. So, wenn es man sagt, ja, mach dir die Erde untertan, das legitimiert das Schlachthaus, dann meine ich, ist das ein vollkommenes Missverständnis und so ein Mensch hat echt ein psychologisches Problem. Ja, zu denken, wenn ich die Autorität habe, kann ich mit dir machen, was ich möchte, ich kann dich sogar auffressen. Das ist mein Recht. Might makes right. Ja. So, nein, ich denke, die natürlich. Was ist mit dem Blutsopfer? Was ist mit dem Bund? Legitimiert die Bibel nicht, das Fleisch zu essen? Mag sein. Aber deshalb sprechen wir nun über eine universelle Religion, in der ich Barmherzigkeit, Liebe und demzufolge Vegetarismus besser vertreten kann, besser verstehen kann, besser mit Gottes Liebe vereinbaren kann. Woher kommen dann die Blutsopfer und so weiter? Ja, wir sehen das auch in den Veden. Interessant, wir sehen das auch in den Veden. Die Veden erklären, dass es 4 Zeitalter, Weltzeitalter gibt, sogenannte Yugas. Also Yugas, wer ist das Plural von Yuga? Weiß nicht, wann es das korrekte Sanskrit-Plural wäre, das Wort Yuga. So, 4 gibt es davon. Und jedes dieser Zeitalter, die zyklisch verlaufen, interessanterweise, jedes dieser Zeitalter hat einen Prozess, um mit Gott in Verbindung zu treten. So wie ich das auch kurz mit Jesus beschrieben habe. Ich sehe, da hat man das Blutsopfer gehabt und danach hatte Jesus eigentlich was anderes gelehrt, aber sein Tod musste wieder im Sinne der jüdischen Religion interpretiert werden und so sah man das scheinbar als korrekt an. So, aber da hat man auch verschiedene Prozesse meiner Ansicht nach. So, ähnlich haben wir das auch. Und das im Zeitalter vor unserem war das Opfer wirklich. Ja, da war es das eigentlich Altardienst, könnte man sagen. Und davor, in dem davorgehenden Zeitalter, da war es das Tieropfer. Also das gibt es auch in den Veden. Das Tieropfer gibt es auch in den Veden. Viel älter, viel länger her, aber das wurde gemacht. Tiere wurden, nicht nur Tiere, aber auch Tiere wurden den Göttern und Gott geopfert. Und da war das legitim, da war das korrekt. Es wurde gesagt, wenn ein Tier geopfert wurde, stieg seine Seele auf. Ja, so man sah das auch aus einer spirituellen Sicht. Aber es heißt, in der heutigen Zeit, im Kali-Yuga, in dem wir leben, funktioniert das nicht mehr. Weil diese Opfer sind sehr kompliziert, benötigen im Besonderen korrekte Aussprache von Mantras oder heiligen Sprüchen. Das ist eigentlich, was das Opfer erfolgreich macht. Weil das nicht mehr gemacht werden kann, ist das Tieropfer abgelehnt. Und wir sehen das im Hinduismus, dass das Tieropfer abgelehnt ist,
aufgrund der Information der Schriften. Wir sehen das auch im Buddhismus. Das heißt, in den Veden, Buddha kam im Besonderen, um die Tieropfer abzulehnen. Weil damals wurde im Namen von Tieropfer wurden Schlachthäuser aufgemacht, um eben Tiere zu essen. Also es ging nicht mehr um den spirituellen Prozess, der vielleicht den Tod eines Tieres benötigt hat, sondern es ging darum, das Tier wirklich zu töten, um es zu essen. Und das war dann schon im Kali Yuga, in dem eben das Heilige missbraucht wird. Und das ist oftmals der Fall, der Missbrauch des Heiligen. Und das zieht natürlich Religion an sich durch den Dreck, wodurch Atheisten noch mehr Argumente haben für die Falschheit von Religion und Gott an sich. Aber der Missbrauch macht die Sache selbst nicht schlecht, sondern der Missbrauch ist das Problem. So kann ich schon sehen, dass da eine gewisse Universalität, vor Jahrtausenden gab es eben einen Prozess, der damals noch funktioniert hat, da sieht man das gleiche Prinzip, aber in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit, ist das ein anderer Prozess. Und die Veden lehren, was ist der andere Prozess? Der andere Prozess ist das Besingen der Herrlichkeit Gottes. Das hat die gleiche Macht wie das Tieropfer und wie jeglicher andere spirituelle Prozess. Und für die heutige Zeit ist das der Prozess schlechthin. Das heißt im Sanskrit Sankirtan. Das gemeinsame Singen über Gott. Ja, und da deshalb rezitiert man und zitiert man Namen von Gott und kann Lieder singen von Gott. Und auch das involviert auch, das beinhaltet auch das Gebet. Und ich sehe das als das universale Prinzip, das auch Jesus gelehrt hat. Jesus hat das Gebet und das Besingen von Gottes Herrlichkeit betont. Und dadurch wird die Verbindung geschaffen. Und ich meine dann, dass die Überbetonung des Kreuzestodes diese wunderbare Botschaft wieder überschattet. Leider. Und da sehe ich auch wieder ein Wirken des Kali Yugas, dass der Meister erscheint, um zu lehren, aber in kurzer Zeit wird seine Lehre missverstanden und eigentlich ineffektiv. Aber dieser Gefahr sind alle Religionen ausgesetzt. Ich selbst bin ja in einer Hinsicht in einer Religion, einer recht neuen Religion, die basiert auf jahrtausendalten, sehr alten Schriften, aber dennoch, wir haben unseren Propheten, unseren Meister, unseren Lehrer, der heißt Srila Prabhupada, der eben dieses jahrtausendalte Wissen gelehrt hat, der hat auch seine Tradition praktisch gebracht, bestätigt, aber auch reformiert. In selber Weise hat das Jesus getan. So, die Veränderung dieser Lehre, meiner Ansicht nach, kam vielleicht ein paar hundert Jahre später, das weiß ich jetzt nicht im Detail, wann der Fokus dann eben auf das Kreuz gelegt wurde. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann in verschiedenen Konzilen stattgefunden hat, der frühen Kirche, in der man mal überhaupt bestimmt hat, ja, das ist historisch, es wurde ja bestimmt, was ist denn unsere Religion eigentlich, an was glauben wir eigentlich, was sind unsere Grundsätze, was sind überhaupt unsere Schriften, was ist unsere Technik, was ist unsere Feierlichkeit in der Kirche und so weiter. Also das musste ja alles bestimmt und vereinheitlicht werden dann für eine wachsende christliche Religion. Und dass eben auch solche theologischen Fragen dort geklärt werden mussten und man an einem gewissen Punkt dann darüber übereinstimmte, okay, das ist nun, was ist und daran muss man glauben. So, das passierte eben ein paar hundert Jahre nach Jesus. Viele Texte über Jesus wurden ja auch nach ihm aufgeschrieben oder von Personen aufgeschrieben, die ihn ja nicht mal kannten. So, in unserer Religion zum Beispiel oder Tradition, Srila Prabhupada verließ diese Welt 1977, das ist noch nicht so lange her. Aber nun in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten wird sich dann zeigen, wie sehr wir seine Botschaft, die bis jetzt meiner Ansicht nach sehr gut verstanden und erhalten ist, sehr klar ist, sehr transparent ist, aber die Zeit wird zeigen, wie sehr wir das behalten werden. Denn alle Religionen, in alle Religionen kommen dann neue Ansichten, neue Betrachtungsweisen, auch des Gründers und der ursprünglichen Lehre. Und dann gibt es dann immer den Test, hält man daran an, muss man es verändern, wird es verändert, wird es gut verändert, falsch verändert, was auch immer. Also da sind wir noch nicht so weit. So in der Hinsicht auch ein gewisser Respekt von mir an das Christentum an sich und sogar an die römisch-katholische Kirche als
als alte Religion, eine Religion, die schon lange existiert, die viele Probleme durchstanden hat, die sicher nicht unschuldig ist, nicht gut ist an sich, noch vieles nicht gut gemacht hat, aber das liegt meiner Ansicht nicht an der Lehre oder an Gott, sondern eben an dem Fehlverhalten des Menschen, der Fehlerhaftigkeit des Menschen. Wir vermasseln die Dinge immer, sogar das Höchste, Beste, Schönste vermasseln wir, die Neigung haben wir. So, aber Respekt, dass eine Religion sich so gut organisiert hat, so viele Jahrhunderte, 2000 Jahre schon fast, dass sie noch existiert, also das müssen wir als Hare Krishna Bewegung erstmal hinbekommen. Aber wir hoffen natürlich, aus den Fehlern zu lernen, aus unseren eigenen, die wir bis jetzt gemacht haben, aber auch aus den Fehlern der anderen Religionen und hoffen, dass wir das besser machen können. Hare Krishna. So, das waren ein paar Punkte, ein paar Betrachtungen, ein paar Gedanken über Jesus Christus. Das war natürlich nicht viel im Vergleich zu dem, was man da alles sagen kann, aber das war in Essenz, was mir jetzt gerade so eingefallen ist. Ich hoffe, ich habe niemanden vor den Kopf gestoßen. Hoffe, dass ich so fair wie möglich ausgedrückt habe. Ich muss auch sagen, das ist meine Meinung, ganz klar meine Meinung. Manches habe ich wiederholt jetzt von Srila Prabhupada. Was ist da seine Meinung? Das ist was anderes und dir ist auch mehr zuzustimmen. Aber vieles war halt meine Meinung, was ich so verstehe, seitdem ich mich damit beschäftige. Ich lehre das nicht. Ja, das ist, glaube ich, das erste Video dieser Art, dass ich mich darüber mal geäußert habe, in der Hinsicht. Vielleicht habe ich ein, zwei andere unter meinen fast schon 1000 Videos, so das ist nicht, was ich lehre. Es ist nicht meine Mission, über das Christentum zu sprechen, es zu glorifizieren, zu verherrlichen, zu lehren, es zu verbreiten oder es zu kritisieren oder zu verdammen. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Es war mal ein Video, um ein bisschen darüber zu sprechen, weil ich eben öfter gefragt werde. Und es soll eigentlich Wertschätzung ausdrücken. Denn auch wenn wir, und das ist auch meine Meinung, das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt, aber ich denke, die Orthopraxie ist wichtiger als die Orthodoxie, obwohl die beide Hand in Hand gehen. Ich denke, wenn jemand was Falsches glaubt, ist das noch nicht so schlimm, wie wenn jemand was Falsches tut. Ich denke, und das ist natürlich jetzt auch achristlich, weil im Christentum gerade der Glaube so stark betont wird, aber in der Hinsicht soll das ein Zugeständnis sein für den Erfolg, den man als Christ haben kann, wenn man meiner Ansicht jetzt an was Falsches glaubt, und zwar den Kreuzestod als absolut verrettendes Ereignis und infolgedessen aber richtig handelt und versucht, ein guter Mensch zu sein, ein guter Christ zu sein, dann ist es vollkommen okay. Man darf das ja glauben, man kann das ja glauben. Also ich sage nicht, dass es falsch ist. Also für mich ist es halt, ich glaube nicht daran, aber ich habe gar kein Problem, wenn jemand daran glaubt. Es tut ja niemandem weh, wenn man an das glaubt. Und eben auf die Botschaft von Jesus hört. So, in der Hinsicht ist es kein Problem. Und ich kenne viele Christen, die sehr ernsthaft sind und sehr gute Menschen sind und die auf jeden Fall Barmherzigkeit Gottes bekommen, kann ich auf jeden Fall sehen. So sind diese theologischen Punkte nicht so wichtig. Und deshalb zurück nochmal ganz zum Schluss zu dem Hauptkritikpunkt, den man einbringen kann, ist das Essen von Fleisch. Weil das ist sicherlich etwas, was wir aus unserer Sicht nicht gutheißen können und nicht im Sinne Gottes sehen können. Und das ist das größere Problem für das Christentum, die Barmherzigkeit, einladende Gunst Gottes zu limitieren, ist, dass wir das Christen eben diese Schlachthäuser haben und im Namen und vielleicht auch, das ist ein anderes Thema, darüber spreche ich jetzt nicht, aber dass sie eben da nicht die Weitsicht haben zu sehen, dass die Tiere auch Seelenwesen sind, fühlende Wesen sind, die man nicht so misshandeln kann. So, wenn das ins Christentum hineinkommt, der Vegetarismus, würde ich mal sagen, ist das eine extremst effektive Religion.
Ja, ich meine, es ist jetzt schon effektiv, weil ein persönliches Verständnis von Gott da ist und Hingabe zu Gott da ist. Aber damit wäre es wirklich ein Segen für die Menschheit. Und das kann man wirklich sagen. Auch wenn wir viele andere Ansichten haben und Informationen haben, aber im Kerne wäre dann die Essenz der Religion gelebt, die darin besteht, Liebe zu Gott zu entwickeln. Und das wird dann auch wirklich angewandt, wenn man Liebe für alle Lebewesen hat. Hare Krishna. Wenn ihr mehr wissen wollt über die transzendentale Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins, dann kann ich euch den Bhakti-Club empfehlen. Wir haben nun eine neue Plattform, auf der ich exklusive Inhalte anbiete, wie Videos und Kurse und eine digitale Sadhu-Sangha. Geht einfach auf www.bhakti-club.de und registriert euch dort. Dann könnt ihr Einlass bekommen in eine spirituelle, digitale Welt. Ich freue mich auf eure Gemeinschaft. Hare Krishna.